Jetzt ist es Zeit, mich auf etwas dünneres Eis zu begeben. Ich möchte mit einem Mythos aufräumen. Oder zumindest mal, es ist ein Mythos in meinen Augen. In einem meiner letzten Videos hat ein Follower, Zuschauer, den Standardspruch eines DSB-Vereins hinterlassen. Und zwar, ich ging in diesem Video auf die Grundlagen des Schießens ein. Und prompt kommt natürlich der Kommentar, die Grundlagen des Schießens lernt man nur mit Luftpistole oder Kleinkaliberpistole. Ich wäre nicht ich, wenn ich diesem Mythos nicht widersprechen würde. Und ich kann euch, denke ich mal, auch relativ gut darlegen, warum das in meinen Augen ein Mythos ist. Die Problemstellung hier ist relativ einfach. Gehe ich in einen Tennisverein, Fußballverein, Handballverein, Hockeyverein, dann gibt es dort einen, im Regelfall, ausgebildeten Trainer, der weiß, wie die Grundlagen dieser Sportart aussehen und was getan werden muss oder was man beibringen muss, damit man diese Grundlagen vertiefen kann. Beim Schießen ist das nicht viel anders. Gehe ich traditionell in einen DSB-lastigen Verein, dann habe ich gerade so, sage ich mal, in der Jugend, im Jugendbereich Luftpistolenschützen oder KK-Sportpistolenschützen normalerweise ein Trainer. Jemand, der sich auskennt, der vielleicht sogar einen gewissen Trainerschein hat und in der Lage ist, Fehler, die ein Schütze begeht, zu analysieren, zu erklären, wo der Fehler tatsächlich liegt und aufzuzeigen, wie man diese Fehler beseitigt. Und er korrigiert einen so lange, bis er diese Fehler nicht mehr macht. Genauso läuft das ja auch bei den Kaderschützen. Landesliga, Bundesliga etc. Dort sind professionelle Trainer, die den Profischützen aufzeigen, was sie tun müssen, um Fehler zu eliminieren und damit ihre Treffer zu verbessern. Komischerweise, im Großkaliberbereich hat man das nicht. Wenn ich zum Beispiel, also ich persönlich kenne in der Form keine einzige SLG im BDMP, keine einzige Skisportgruppe im BDS oder der DSU, keine einzige Reservistentruppe und vor allem auch keinen einzigen DSB-Verein, dessen Großkaliberschützen von einem zertifizierten, ausgebildeten Trainer angeleitet werden. Damit ist es relativ einleuchtend, warum man diese These immer wieder aufstellt. Nur mit Luftpistole und Kleinkaliber-Sportpistole lernt man die Grundlagen. Das ist Bullshit. Nehme ich einen Anfängerschützen zu mir in die SLG. Ich bin kein ausgebildeter Trainer. Das, was ich meinen Schützen zeige, erkläre und beibringe, habe ich mir selber alles angeeignet. Nehme ich aber jetzt, wie gesagt, einen blutigen Anfänger bei mir im Verein, in der SLG. Und ich würde ihn einfach sich selbst überlassen, wie es in vielen, vielen anderen Schützenvereinen der Fall ist. Das heißt, ich gebe ihm eine Kanone in die Hand, mal ganz salopp gesagt. Ich erkläre ihm kurz so und so, hält sie die Kanone und jetzt sieh zu, wie du klarkommst und lasse ihn schießen. Dann wird er vielleicht, wenn er ein bisschen talentiert ist, hier und da schon die Scheibe halten, aber er wird keine nennenswerten Ergebnisse bringen, auch nicht nach mehrfachem Training, außer er informiert sich nebenbei. Gehe ich aber hin und beobachte diesen Schützen, und das mache ich sehr, sehr häufig, und erkläre ihm, wie er sich stellen muss, wie er die Waffe richtig halten soll, was er mit seinen Augen tut, dass er vielleicht eine separate Brille für Schießen benötigt, um eben den Fokus aufs Korn besser halten zu können und so weiter. Dann wird man sukzessive sehen, wie sich seine Treffer und seine Ergebnisse immer weiter verbessern werden. Und das ist der Clou. Das ist der Weg zum besseren Schützen. Es ist nicht die Luftpistole oder die KK-Sportpistole, die die Grundlagen bildet. Nein, die Grundlagen können einem nur aufgezeigt werden und erklärt werden. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das passiert, wie gesagt, im Großkaliberbereich so gut wie gar nicht. Wenn ihr mal in eure Vereine reinguckt, dann werdet ihr wirklich sehen, es gibt im Großkaliberbereich, die stehen alle nebeneinander und schießen einfach. Da ist keiner dabei, der sich mal hinstellt und tatsächlich anfängt zu analysieren, wo liegt denn, warum hat denn jetzt der Schütze das und das falsch gemacht? Warum ist seine Trefferlage so und so anstatt so und so? Das macht keiner. Warum auch immer, löst euch bitte mal von diesem Gedanken und diesem Mythos, nur mit Luftpistole und Kleinkaliber-Sportpistole lernt man das Schießen. Das ist totaler Quatsch. Ihr lernt richtig zu schießen, wie in jeder anderen Sportart auch, wenn euer Verein bereit ist, jemanden abzustellen, der tatsächlich in der Lage ist, Fehler zu analysieren und zu erklären,
was der Fehler ist und wie man diesen Fehler abstellen kann. Nur dann werdet ihr eure Leistung auch verbessern. Das hat nichts mit Luftpistole oder Sportpistole zu tun.